Tja, Leute, ich habe ein kleines Problem. Ich weiß nicht, was los war, aber OBS hat meine Aufnahme verkackt oder ich habe es verkackt. Ihr habt jetzt gerade 30 Minuten Gameplay verpasst, indem ich die Nettie gesucht habe. Ich habe die Beweise gegen den Typen da gefunden und die Nettie befreit. Natsai Onai, ich hätte es wissen müssen. Und Sie, der Trollschrecken. Ein Glück, dass Sie beide sicher sind. Blöd. Na gut, ist kein Problem. Iskorape sagte, ihn hätten Schüler gerettet. Ich hätte wissen müssen, dass Sie das waren. Geht es Mr. Rape gut? Ja. Er ist jetzt zu Hause bei seiner Frau. Naja, 30 nicht Minuten gut. Ist jetzt nicht so tragisch. Ihrer Mutter wird gar nicht gefallen, dass Sie diese Männer noch immer verfolgen und sich dabei in Gefahr bringen. Officer Singer. Natty und ich haben erfahren, dass Erschwinderinnen mehrere Einwohner von Hogsmeade bedroht haben. Rookwood und Harlow haben nicht nur Mr. Rape entführt, um seine Frau zu erpressen, sondern auch Natty. Agabus Filbert und Otto Dibble haben sie ausgenommen. Ach, ich werde das alles untersuchen. Was sie beide anbelangt, ich bin ihnen dankbar für ihre Hilfe, aber das ist alles äußerst riskant. Bitte überlassen Sie die Erschwinderinnen in Zukunft den Behörden. Ja, Officer. Haben Sie genug Beweise, um etwas gegen Harlow und Rookwoods Bande zu unternehmen? Nun, der Anfang wäre gemacht. Wir werden sehen. Aber das liegt jetzt in meiner Hand. Natsai, Sie möchten sicher mit Ihrer Mutter sprechen, bevor ich es tue. Meiner Mutter wird das nicht gefallen. Danke, dass du mich gerettet hast. Wir reden später. Nicht, dass die auch von denen erpresst wird. Naja. So, ich würde jetzt tatsächlich aber ganz gerne nicht die Herausforderung, sondern damit mitmachen. Sprich mit Ominous in der Katakombe. Aber lerne ich jetzt Avada Kedavra? Das wäre cool. Das wäre cool. Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. Erschwinderinnen belästigen mich nicht mehr. Ich vermute, das ist ihr Werk. Vielen Dank von mir und Rosie. Wir brechen gerade zu unseren Flitterwochen auf, nachdem wir Mr. Hill von unserer Heirat erzählt haben. Wünschen Sie mir Glück. So. Überraschungstreffen. Ja, gut. Ist Avada Kedavra? Ist das vielleicht ein Anazid für Abracadabra? Abracadabra, dreimal schwarzer Kater. Oder Abracadabra Simsala. Du hast die Katakomben gesehen. Ich kann hier nicht bleiben. Warte, Anne, bitte. Ominous. Er war bereit, das ganze Dorf und sich selbst in Gefahr zu bringen, nur weil irgendein altes Relikt mich heilen könnte. Es tut mir leid, Ominous. Pass gut auf ihn auf, ja? Ah. Gut, dass du da bist. Ich habe deine Eule erhalten. Wo ist Sebastian? Von drin. In der Katakombe. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass du nicht bei ihm warst. Ominous, ich... Nicht! Du hast getan, was nötig war, und ich habe zugestimmt. Gut möglich, dass es meine Freundschaft mit Sebastian vorerst gerettet hat. Warum hast du... Du hattest recht. Ich bereue den Imperius-Fluch. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Wir müssen uns jetzt um Sebastian kümmern. Er steckt in Schwierigkeiten. Ich gehe zurück in die Katakombe, um ihn zu suchen. Anne hat recht. Er und das gesamte Dorf sind in Gefahr. Da drin wimmelt es nur was so von Inferi. Inferi? Was redest du da? Du wirst gleich sehen. Schnell! Was ist mit seinen Augen los? Sebastian kann nicht ganz bei Sinnen sein. Was ist mit seinen Augen los?
Das sieht so aus, als hätte er sämtliche Gefühle verloren. Also so wie der Vater von der Isadora. Als wir letztes Mal hier waren, wimmelte es von Spinnen. Jetzt steht uns Schlimmeres bevor. Lass uns Sebastian finden. Revelio. Ach hier. Das hatte ich doch schon. Wo war Sebastian, als Anne und du ihn gefunden habt? Da vorne, in der großen Halle. Warte mal, ich glaube. Ich bin hier mal ein bisschen vorsichtig. Ich weiß nicht, wie gut er drauf reagiert. Wenn ich jetzt mit Crucio hier anfange. Zuletzt waren hier nicht so viele entfernt. Levioso. Oh komm schon, hast du gerade einen Levioso eingesetzt? Komm schon. So, jetzt aber. Ich glaube, man kann. Ich war so besorgt wegen Sebastian. Mir war gar nicht klar, dass Anne Solomon holen will. Als sie die Inferi sah, dachte sie zuerst, Sebastian würde angegriffen. Aber dann zeigte er ihr das Relikt und sagte, er wisse, wie man es verwendet. Die Symbole auf dem Relikt waren Inferi. Und Sebastian hat sie erschaffen? Nicht ganz. Er kontrolliert sie. Das ist mächtige schwarze Magie. Inferi zu erschaffen ist unglaublich schwierig. Aber sie zu kontrollieren... Während Anne und ich verzweifelt versuchten, die Inferi an der Flucht zu hindern, sagte Sebastian nur immer wieder, er müsse Anne heilen. Als Anne sagte, sie könne nicht bleiben, wusste ich nicht, was sie meinte. Solomon drohte zum Schulleiter zu gehen, wenn er hört, dass Sebastian schwarze Magie benutzt. Ich muss nach Hogwarts und als Erster mit Professor Black reden. Ich lasse das Ganze nach einem Familienstreit aussehen. Ich komme zurück, sobald ich kann. Versuch du, Sebastian Vernunft einzureden. Sei vorsichtig. Hey. Ich hoffe, ich kann
Dingsbums hin. Ich habe so Bock drauf. Oh, komm schon, wirklich. Ach hier. Rivelio. Oh, komm schon. Ach hier. Rivelio. Ach hier. Ich muss irgendwie auf diesen Vorsprung kommen. Ja, mit den Knochen. Ist doch nicht das erste Mal. Komm. Waren das jetzt alle? Oh, komm schon. Wenn das einfach mal voll buggy ist. Was war das denn? Es ist einfach mal komplett buggy. Was war das denn? Ich habe keine Ahnung, wie das geklappt hat, aber es hat rumgesponnen. Ist Sebastian. Ist das nicht unglaublich? Sebastian. Shit. Sag ich doch, das Relikt ist die Antwort. Ich wollte die schwarze Magie rückgängig machen, die Anne verletzt hat, aber damit kann ich sie kontrollieren. So wie ich die Inferi kontrolliere. Beherrschen? Ich musste den ganzen Weg gegen Inferi kämpfen. Was habt ihr beiden getan? Accio Relic! Das Relic! Heilige Scheiße! Geh den hier ab! Eine Güte.
Oh, komm schon. Alter, dem kranken Affen gebe ich aber richtig. Expelliarmus! Och nein. Oh, komm schon. Danke. Ah, die kommen immer wieder. Verstehe. Es gibt keine Heilung, Sebastian. Hör schon auf. Ich lasse sie nicht leiden. Oha. Ah, natürlich. Was hast du getan? Ich muss hier raus. Der erste Voldemort. Übel. Ich darf ihn nicht gehen lassen. Der ist komplett im Arsch, der Junge. Sebastian, warte! Alter Junge, chill doch mal. Sebastian. Kannst du dich nicht aufhalten? Oh, scheiße. Halt, Sebastian. Warte. Der Junge ist psychisch komplett im Arsch. Also, Ausrüstungsplatz voll, leck mich doch am. Das Doppelte hätte er auch geschickt. Oh man, leuchtet ja, das ist ja cool. Was ist denn? Warum hast du nicht angehalten? Ich habe dich gerufen. Anne wird das nicht überleben. Sieh sie ich dahin, innerlich und äußerlich. Herr Solomon war nie für uns da, nicht wirklich. Er hat Anne aufgegeben. Ich werde das nie tun. Du hast ihn gesehen, oder? Er wollte ihr Leben zerstören. Er griff uns an. Ich musste den Todesfluch anwenden. Das verstehst du doch. Hätte ich den Zauber nicht gekannt. Er hat uns angegriffen. Du hattest keine Wahl. Das war mutig, Sebastian. Du sorgst dich mehr um Anne, als dein Onkel es je tat. Ich wusste, du verstehst das. Ich muss das machen, damit ich den lerne. Ich habe das Richtige getan. Das hast du. Ich hätte dasselbe getan. Ja, weiß ich nicht. Wenn ich wüsste, wie. Ich könnte ihn dir beibringen. Wann, wenn nicht jetzt? Der Todesfluch ist nicht leicht zu beherrschen.
unverzeihliche Flüche muss man ernst meinen. Halte den Zauberstab gerade. Die Beschwörung lautet: Avada Kedavra. Deine Absicht muss klar sein. Jetzt geht's los. Ich muss Ominous finden. Sebastian. Mach das. Bitte, ich bin gerade nicht ich selbst. Treffen wir uns später in der Krypta. In Ordnung? Du bist das Gesprächsthema in der Schule, seit du Mr. Rape und mich vor den Erschwinderinnen gerettet hast. Wir sollten besprechen, wie wir weiter vorgehen wollen, um Harlow aufzuhalten. Auf jeden Fall. Damit verabschiede ich uns in den nächsten Part. Ich bin böse.